Hi, und wir starten jetzt in Alex 2 hinein. Hab mein Alex 1 Playthrough Let's Play nicht mehr durchgespielt. Ist sich leider nicht ausgegangen. Wahrscheinlich viel zu viele Tode. Definitiv viel zu viele Tode. Ich hätte wahrscheinlich noch eine Todesmontage Nummer 2 machen können. Aber wir starten mit Alex 2. Eine lockere Downloadzeit von 30 Minuten hat es bei mir gedauert. Downloadzeit ist bei mir gut, Uploadzeit dauert ein bisschen. Ich versuche gleich mal 10 Parts von diesem Let's Play rauszuhauen auf YouTube. Hoffe, Audio und alles passt direkt sofort. Und ich werde wahrscheinlich mit Controller spielen, auf dem PC. Wenn ich ins neue Spiel reinhupfe, wird wahrscheinlich gleich die Cutscene starten. Also wir starten sofort. Oh, da ist die Schwierigkeit. Ja, wir trauen uns mal auf schwer. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. Erinnert mich sofort mal an die Mass Effect Franchise von Teil 1, 2 und 3 der Überleitung. Die Gefahr kommt, keiner erinnert sich dran. Aber mal gut, Jax seine Stimme zu hören. Ist er das? Uff, ja. Thank you.
Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Boah, zu viel Sensitivität. Also Katil schaut schon mal gut aus. Ja, naja, wir sind wieder ganz am Anfang. Wie kann ich darüber switchen? Q und E. Ist das jetzt ein komischer... Oh. Wo ist die Sensitivität? Ja, ich kann jetzt mit Maus und... Controller, Tastenbelegung, Steuerung, Kamerageschwindigkeit. Wird das jetzt ein komischer Controller-Tastatur-Mix? Anscheinend. Schließen. Oh, ja. Scheiße. Dieser verdammte Turm ist genau auf meinem Haus gelandet. Meine Ausrüstung kann ich wohl vergessen. Oh je, da kann ich mich nachher rumspielen. Da fehlt noch was. Das rohe Fleisch fehlt. Was haben sie mir da für eine Steuerung jetzt eingebrockt? Okay. Schließen, zubereiten. Drei Stück. Okay. Oh. Ja, zu gefährlich. Ich muss verschwinden, bevor sie mich doch noch erwischen. Okay, nehmen wir mal alles, was findest. Da haben sie mir wieder eine komische Steuerung eingebrockt. Wirklich? Kann ich mich... Okay, jetzt habe ich irgendwas. Wäre R2. R2 wollen sie von mir haben. R2. Was war die Rolle? Hupfen. Waffe wegstecken ist da oben. Oh, das fühlt sich noch ungewohnt an. Wow. Oh je, ich kann gleich mal mit meinen Kontrolleinstellungen ein bisschen herumtesten. Ja, Cutscene hat schon mal richtig gut ausgeschaut. Wow, das ist Junk. Oh, ja, da wird er umgetestet nachher. Goddammit. Okay, der Kampf war mal easy, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich rolle. Er rollt automatisch. Ein paar Tasten habe ich schon rausgefunden. Wow. Ja, er rollt automatisch. Wow. Sobald wir aus dem Intro-Level draußen sind, obwohl das Tutorial ist, werde ich dann herumtesten. Habe ich da Blutungsschaden? Das Combat ist mir mal wieder fremd. Haben sie vielleicht auch ein bisschen auf Mashing umgestellt einfach. Aber da ich... Ja, da automatische Rolle wieder. Was macht mich rollend? Wupp. Okay. FOV muss ich auch raufstellen, merke ich. Da wird fett umgestellt dann. Warum rollst du automatisch? Was macht die Rolle? Nein, ich werde nicht. War ja klar, noch mehr von den Viechern. Wieder eine Rolle. Yeah.
langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Genau. Wer bist du? Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magalan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein, mein Sohn. Komm schon, wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Dex! Kampftutorial. Mein Sohn ist irgendwo da draußen, ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an, doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magalan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor. Und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten.
Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Passus 1. Es gibt anscheinend zwei verschiedene Cutscene-Typen. Mir geht es wirklich nicht besonders. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Okay. Okay, ja, Taste. Ruhe. Ja, ich muss auf jeden Fall noch was umstellen mit meinen Tastaturen. Was habe ich jetzt gemacht? Schließend Linkstaste. L2, L2. Oh boy. Zwei verschiedene Cutscene-Typen. Die teuren Anfangs-Cutscene, die es richtig gut ausgeschaut haben. Und die anderen Cutscenes, man hat den Unterschied schon gemerkt. Ja, da ist nicht mehr mein Chatback oben. X-Taste. Ja, da wird von der Tastatur noch was umgestellt, eindeutig. Die Rolle verstehe ich gerade auch nicht. Treibstoff. Oh nein. Das hasse ich jetzt schon. Ach. Treibstoff. Für den Jetpack. Wo wird er mir angezeigt? Ich sehe es nicht mal. Ja, habe ich einen Bogen gefunden schon? Einfacher Bogen. Das Klettern. Funktioniert teilweise. Schaut interessant aus. Ja, ja. Das Intro vorbei. Wir werden uns ein bisschen umschauen. Da unten kämpfen, sobald ich die Ausrüstung, die Tasteneingaben kontrolliert einsetzen kann. Intro vorbei.